Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zuallererst herzlich willkommen bei mir in der neuen Werkstatt. Das ist jetzt tatsächlich das allererste Drechselprojekt, was ich hier in der neuen Werkstatt machen werde. Und da seht ihr auch hier rechts neben mir schon das Muster quasi. Das ist ein etwas spezielleres Muster, denn das hat mein Opa tatsächlich noch gedreht. Und genau, das wollen wir heute mal nachdrechseln, weil mein Opa hat früher sehr, sehr viele Schaber benutzt. Das sieht man teilweise auch so ein bisschen an der Oberfläche, dass wir so ein paar Schleifspuren haben. Es gibt mittlerweile viel, viel upgradeteres Werkzeug, als es vor 40 Jahren gab. Und das ist dann halt einfach ein bisschen einfacher, auch alles zu drechseln, später vor allen Dingen zu schleifen. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ich will versuchen, das Ganze so genau wie möglich nachzudrechseln, damit ich dann halt eben zwei davon habe, dass ich dann sagen kann, das hier hat mein Opa vor 40 Jahren gedrechselt und das hier, was wir dann gleich machen werden, habe ich dann gedrechselt. Das hier hat tatsächlich auch eine coole Geschichte hinter sich. Und zwar ist mein Bruder weit, weit weggezogen aus dem Saarland nach Frankfurt. Und mittlerweile wohnt er in Bremen und sein Schwiegervater in Spee zu dem jetzigen Zeitpunkt hat gesagt, ey, willst du das haben, hol's mit. Wir haben natürlich geholfen beim Umzug, da hatten wir einen großen Anhänger dabei. Und deswegen habe ich hier diese Eichenholz-Vierkanthölzer, das ist eigentlich super exklusiv. Die wurden damals vom Hermann noch aufgetrennt im Sägewerk und wurden in diesen 30 Jahren, glaube ich, luftgetrocknet. Die haben in der Scheune gelegen, das heißt, dieses Holz hier ist auf jeden Fall trocken, damit wir auch jetzt das hier heute verdrechseln können. Normalerweise würde ich es jetzt natürlich an der Formatkreissäge ablenken, weil da aber noch kein Strom liegt bzw. die Sicherung noch nicht angepasst ist, werden wir das jetzt mal rudimentär mit der Motorsäge durchschneiden. Mit der Elektrokettensäge, damit es hier drin noch nicht so gammelt. Schreibt mal in die Kommentare, wer es kennt, dass wenn man was tricksen will oder man was arbeiten will, man erstmal alles mit dem Verlängerungskabel zurechtmachen muss, weil die Elektroinstallation noch nicht so passt. Das hatte ich in der alten Werkstatt, da hatte ich nur eine Starkstromsteckdose, das war echt totaler Scheiß. Das war echt doof, das hat keinen Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt, wie hart dieses Holz ist, weil sehr, sehr altes Holz. Da merkt man oftmals, dass man das nicht so gut bearbeiten kann wie Holz, was regulär kammergetrocknet ist. Gerade wenn das wirklich Jahrzehnte alt ist, das ist schon der Wahnsinn. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn man einen Messschieber hätte und könnte die Durchmesser hier einfach abmessen. Das funktioniert hier aber nicht so gut, weil die Durchmesser so groß sind und ich mit meinen kleinen Messschiebern hier nicht rumkomme. Deswegen nehme ich direkt hier dieses Teil. Damit kann ich halt eben den Durchmesser hier abtasten und kann den dann auf mein Werkstück auch direkt übertragen. Die Breite werde ich mir dann einfach mit einem Metermaßstab direkt auf meinem Werkstück dann montieren, markieren. So. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Durchmesser. Ich sehe, der muss jetzt noch minimal größer gestellt werden. Und kann das Ganze jetzt so abtasten. We'll be right back.
Unsere Form ist jetzt schon mal angedrechselt und vielleicht ist euch aufgefallen in den einzelnen Videoaufnahmen, dass ich tatsächlich eigentlich alles hier mit der 20 mm Formröhre gemacht habe. Damit kann man auch wirklich solche spitzen, steilen Stellen wirklich sehr, sehr gut drechseln. Findet ihr übrigens auch im Kondolz Online-Shop, genauso wie auch den Schleifgriff, den wir jetzt gleich benutzen werden. Das Besondere ist hier das Rastersystem, dass man hier die Teller auch sehr, sehr einfach austauschen kann. Wenn man verschiedene Schleifkörnungen bei speziellen Projekten immer nur tauschen möchte, dann geht das sehr, sehr schnell. Ich zum Beispiel drechsle Schleife bei Flaschenöffnern immer mit 120 und 180 und dann tausche ich immer die Teller. Das geht dann sehr, sehr einfach. Bei dieser 20 mm Formröhre bekommt ihr übrigens auch Erklärvideos, wie man die benutzt, wie man die schleift. Und da gehe ich dann auch in den Erklärvideos, die ihr halt eben dazu bekommt, wenn ihr euch hier so ein Drechseleisen bei uns bestellt, wie genau das funktioniert, wenn man das hier so anwendet, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Weil das sieht man nicht so oft im Netz. Das Ganze können wir jetzt wie gesagt schleifen. Wir werden mit 120 anfangen und wahrscheinlich bis 240, 320 schleifen. Und dann kommen wir auch gleich zum Finish. Und dann geht es gleich wieder weiter. Was kommt als nächstes? Natürlich das Finish. Damit es schnell und einfach geht, werde ich hier das Kontholz-Holzfinish benutzen. Das müssen wir einfach nur auftragen, den Überschuss abreiben und dann ist dieses Bauteil auch schon fertiggestellt. Also fast. Bevor wir mit dem Projekt gleich weitermachen werden, werde ich euch einmal ganz kurz noch zwei Dinge zeigen. Das hier wird der Kursbereich sein, das bedeutet, hier stehen die Kursdrechselbänke, da werden langfristig jetzt auch noch zwei Maschinen dazukommen. Das sind dann immer noch relativ kleine Gruppen, in denen wir halt eben hier drechseln. Derzeit ist das hier noch am Anfangsstadium, denn derzeit sind ja sowieso noch keine Kurse hier, bis halt eben die Absauganlage ankommt. Das heißt, wir haben ganz viel Platz, damit jeder auch wirklich ganz entspannt an seiner eigenen Drechselbank arbeiten kann. Wie gesagt, derzeit stehen hier noch ein paar Dinge rum, die kommen natürlich dann weg. Hier steht eine Drechselbank, hier steht eine Drechselbank, dort hinten steht noch eine Maschine. Da hinten, das wird der Schärfbereich. Da steht auch schon die erste Maschine, wird natürlich auch noch ein gutes Stück abgegradet. Wir gehen mal rüber in den Online-Shop, denn das ist dann auch relativ neu. Ihr könnt nämlich, gerade wenn ihr vielleicht ein paar Bausätze haben möchtet, das ist jetzt alles hier in der Werkstatt, Schrägstrich Lager. Das heißt, ihr könnt dann direkt euch ein paar Dinge aussuchen, die ihr halt eben braucht für eure nächsten Drechselprojekte. Das haben wir dann alles hier. Ist also auch alles an einer Adresse. Ihr seht, da fehlt noch ein bisschen was an Höhe. Um dieses Teil werden wir uns jetzt kümmern. Natürlich sieht es nicht ganz gleich aus. Der größte Unterschied ist wohl eher so die Optik, weil mein Opa hat früher, glaube ich zumindest mal, sehr, sehr viel gelackt. Und man sieht hier auch an so ein paar Stellen, wo halt eben die Oberfläche nicht so gut war, speziell beim Eichenholz, sieht man das dann immer relativ gut, wo es halt eben dann so dunkel war. Ich habe das Ganze ja mit meinem eigenen Holzfinish behandelt und da ist die Oberfläche ein gutes Stück gleichmäßiger. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, ganz und gar nicht. Das hier gefällt mir trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Und es ist halt vielleicht auch einfach mal so ein bisschen schön zu sehen, wie so die Unterschiede mit den ganzen Jahren, wo ich halt eben jetzt drechsel, sind.
kennt ihr so manche Projekte, die wird man niemals benutzen, so wirklich. Aber man ist trotzdem froh, dass man sie halt eben gemacht hat. Ich kann ja mal die Kerzen noch draufstellen. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr weitere Informationen zu den Drechselkursen, zu unserem Online-Shop und alles weitere sollte dann dort in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.